Perfekt. Oh, aber als Reißzahn. Erhöht Torgals Angriffskraft geringfügig. Auch nicht verkehrt, sowas. Aber ich bleibe lieber bei den, die ich bisher habe. Die sind schon in Ordnung. Gerade auch der mit den IP. Wenn wir da nochmal einen finden würden, der nicht nur 15, sondern irgendwie 20, 25 Zentimeter gibt. Sagt, dass sie an einem Schiff arbeitet. Das wäre schon geil. Gautier, du weilst noch unter uns. Dann hat Charon den Rubin angenommen. Also ist es so. Ich hab's versucht. Aber sie hat ihn rundheraus abgelehnt. Sie hat ihn mir beinahe an den Kopf geworfen und gesagt, ich soll mir doch den blöden Stein sonst wohin stecken. Charon wollte keine Bezahlung. Vielleicht habe ich sie beleidigt. Du warst sicher höflich wie immer. Ich rede mal mit ihr. Oh, mein Retter. Hoffentlich hast du mehr Glück als ich. Okay, dann wieder zu Charon. So, also. Ja, können wir Tränke mit uns führen. Wir haben ein neues Schwert. Stufe aufgestiegen. Hat sich gelohnt, die ganze Nebenquest zu machen. Und ich freue mich aber auch schon wieder auf die Hauptquest. Hallo, Charon. Ich höre, dir hat unser Angebot nicht gefallen. Wäre dir eine Rückzahlung in Gil lieber? Rückzahlung? Ich wüsste nicht, dass ich hier irgendwem was geliehen hätte. Möglicherweise habe ich ein, zwei Myriaden zum Versteck beigesteuert. Aber das waren Spenden. Und was für eine Wohltäterin fordert ihre milden Gaben zurück? Natürlich waren sie das. Trotzdem wäscht eine Hand die andere. Und dem Versteck geht es jetzt besser. Den Dank eines zum Prinzen gewordenen Bettlers wirst du doch nicht ablehnen. Ach, wir sind jetzt also ein Prinz, ja? Na schön. Aber ich werde ihn verkaufen und nur meinen Anteil behalten. Den Rest bekommt ihr, verstanden? Das können wir so machen. Wo hast du ihn überhaupt her? Ein guter Händler könnte für einen Sternrubin gut 1000 Myriaden bekommen. Und ein Gewitzter würde behaupten, er stamme direkt vom Gürtel von Sid, dem Geächteten, persönlich und das Doppelte verlangen. Kann sie ja machen. Ich glaube, mir fällt auch schon eine Käuferin ein. Vielleicht kennst du sie sogar. Eine Dame von Übersee, deren Schönheit nur von ihrem Händlergeschick übertroffen wird. Stört dich doch nicht? Keineswegs. Lass sie nur wissen, dass wir immer gern mit ihr Geschäfte machen. Ja, guck mal. Wie ich höre, hast du alle drei Rubine übergeben. Und das dank ihm hier. Wofür bezahlen wir dich eigentlich? Da fällt mir ein, Ich warte immer noch auf meinen letzten Monatslohn. Oh, was man dir schuldet, merkst du dir, ja? Setz dich gefälligst hin und steh ja nicht auf, bevor die Bücher im Rhein sind. Sofort. Oha. Den kenne ich doch. Tust du, ja? Sehr gut sogar. Der einzige Kelch, den Sid je benutzt hat. Aus Gewohnheit. Oder weil der Dreckspatz zu faul war, sich einen sauberen zu holen. Ich weiß so wenig über ihn. Wie fast jeder. Martha und Madame scheinen einiges mit ihm erlebt zu haben. Das haben sie. Wie lange kanntest du Sid, bevor er... Bevor er starb? 20 Jahre ungefähr. Oh Mann. Früher war ich Zahlmeister auf einem Handelsschiff. Von da kenne ich ihn. Er war mit an Bord nach... weiß nicht mehr. Und weil es nachts sonst nichts zu tun gab, haben wir zusammen rumgetrunken, bis mich die Morgenglocke wieder zur Arbeit gerufen hat. Kurz darauf habe ich gekündigt.
weil ich nämlich eine junge Frau geschwängert hatte. Aber Sid und ich sind Freunde geblieben. Wir wollten irgendwann nochmal gemeinsam auf See. Das war, bevor das Schicksal es anders mit mir meinte. Der Sohn, der mir geboren wurde, stellte sich als Träger heraus. Und das war unmöglich zu verstecken. Hätte deine Familie nicht... Meine Familie wollte den Kleinen gar nicht. Das kleine Monster sollte nur weg. Ich konnte ihn nicht aufgeben. Einfach so vergessen. Und ich habe nicht verstanden, wie alle anderen das konnten. Zum Glück dachte Sid genau wie ich. Und er war an meiner Seite, als ich die Welt nur noch brennen sehen wollte. Er hat für mich geweint, als ich selbst keine Tränen mehr hatte. Er hat geschworen, dafür zu kämpfen, dass das alles aufhört. Und er hat sein Wort gehalten. Hat Valut den Rücken gekehrt. Sein Rang, sein Einfluss. Weg. War ihm egal. Er hat alles aufgegeben, um gegen ein Unrecht zu kämpfen, das dem Rest der Welt nicht mal bewusst war. Da wusste ich, ihm werde ich folgen. Bis ans Ende aller Tage. Ja, krasse Story auf jeden Fall. Er hatte schon immer die Gabe, die Welt zu durchschauen, unser Sid. Während wir einfach jede Lüge geschluckt haben, die uns aufgetischt wurde, hat er alles hinterfragt. Es war bestimmt nicht einfach, diese Last allein zu tragen. Hat ihn aber nicht abgehalten. Er hat immer fest an das geglaubt, was er für richtig hielt. Deshalb haben wir an ihn geglaubt. Geglaubt, dass er uns den Weg weist. Und ich habe mir geschworen, für immer dicht bei ihm zu bleiben, damit ich ihn auffangen kann, falls er stolpert. Otto, Alter, krasser Charakter. Ich weiß gar nicht, dass das so deep ist, ey. Nicht mal das habe ich geschafft. Was soll's? Ignoriere einfach mein dummes Gerede. Ach, das Zeug. Lass nur, ich räum's nachher weg. Ah, Notiz? Das ist Sids Handschrift. Lieber Otto, ich bin besoffen, aber du sollst wissen, das Versteck wäre erledigt, ohne dich. Du bist der Beste, Brombeer. Ach, Sid, ich vermisse ihn, ey. Dieser Brief. Was ist damit? Sid hat recht. Ohne dich wären wir verloren. Hätte er mir doch mal sagen können, dieser... wenigstens einmal bevor. Aber warum auch? Ich hätte ihn doch sowieso nur wieder angeblafft. Das stimmt nicht. Was ihr sagt, ich bin sicher nicht der Einzige, der das Versteck über Wasser hält. Das sind wir alle. Ich gebe nur manchmal einen kleinen Schubs, wenn nötig. Und selbst das nur mit mäßigem Erfolg.
Soll Gautier übernehmen? Ein paar Jahre werde ich das Ganze noch verkraften, glaube ich. Na, das will ich doch schwer hoffen, Otto. Warte noch kurz. Sid hätte gewollt, dass du ihn hast. Aber das... Der hier reicht mir völlig. Danke für die kleine Aufmunterung. Ich werd's wieder gut machen. Hast du schon. Das war eine echt geile Nebenquest. Das hat mir gefallen. Da ist echt noch gut Story hinter gewesen. Also das war schön zu sehen. So. Und wir kümmern uns jetzt wieder um die Hauptquest. Ui. Komm, hier unten endlich mal diese Sachen. Ja? Oh, hier gibt's ja auch noch. Also ein bisschen was ist ja doch, ne? Aber das war echt eine schöne Nebenquest. Nicht nur, dass wir noch einiges über Otto und Sid erfahren haben. Lass mich dein Zeug tragen, ich bin billig. Dieser Spruch, lass mich dein Zeug tragen, ich bin willig, ja. Ist ja schön und gut. Nice. So, jetzt geht's weiter. Pfirsiche und Birnen. Die Märkte von Boklad, Republik Dalmekia. Wunder aus Übersee. Kommt und schaut. Schaut und staunt. Mein Herr, wie wäre es mit einem... Wie viel? Für einen mickrigen Kantenbrot? Günstiger findest du es nicht mehr heutzutage. Kannst dich gern davon überzeugen. Der hat auf jeden Fall Bock. Das Kristalldominium wird weiterhin ohne jegliche rechtliche Grundlage von Sanbrek besetzt gehalten. Für sämtliche Grenzübertritte nach Dichasia ist eine offizielle Genehmigung der dalmekischen Armee zwingend erforderlich. Wer Einlass begehrt, soll sich hier anstellen und alle nötigen Papiere zur Überprüfung bereithalten. Anscheinend wollen noch mehr Leute schnell weg von hier. Und alle werden kontrolliert. Aber es ist dringend. Das interessiert mich doch nicht. Wird schwierig werden ohne einen Pass. Lass uns nach Götz suchen, gehen wir. Dann wollen wir mal Götz suchen. Er müsste hier ja irgendwo sein. Finde Götz. Wie wär's? Ein paar Pfirsichen. Sie sind süß. Wahrscheinlich einer der Händler sein. Ich werde den Großen nehmen. Oh, wo ist er? Diese Qualität sucht ihr in Dichasia vergeblich. Keiner von euch hier? Boah, was brutzelt er denn da? Hähnchen? Komm doch mit mir ins Dominium. Da lässt es sich noch gut leben. Ah, okay. Gut, gut. Mit wem können wir denn hier sprechen? Aber wie weit geht unser Auftrag? Unser Aufgangsbereich. Die Karawane hält neben dem Grenzposten. Zeig deinen Händlerpass und du kannst weiterreisen. Saftige Birnen! Steht da! Da ist er. Ach, Götz, da bist du ja. Clive, es tut mir so leid. Bitte erzähl Tante nichts. Ganz ruhig, Götz. Was ist denn überhaupt los? Mein Händlerpass. Er ist weg. Ohne können wir nicht mal mit der Karawane mit. Wir kommen ja nicht mal an den blöden Grenzposten vorbei. Wann hast du ihn denn das letzte Mal gesehen? Gerade eben war er noch in meiner Tasche und dann kam ein Junge angerannt und... Hey! Denkst du, der hat ihn vielleicht geklaut? Taschendieb. Würde mich nicht wundern. So ein belebter Markt ist eine Einladung für Taschendiebe. Also müssen wir als erstes diesen Jungen finden. Wo sollen wir denn da anfangen?
Ja, gute Frage. Ich weiß wo. Ich kenne hier in Boklad eine, die uns helfen könnte. Sie weiß einfach über alles Bescheid, was hier so passiert. Wo finden wir sie? Ihr gehört die rote Karawane. Ist nicht weit. Auf dem Schild ist ein roter Chocobo. Keine Zeit zu verlieren. Geht ihr schon mal vor. Ich guck lieber nach, ob mir nicht noch mehr von meinen Sachen fehlen. Mach das. Wir sehen uns dort. Alles klar. Dann machen wir das mal. Dann halten wir Ausschau nach diesem roten Chocobo. Eiskalt und glaubwürdig. Hau bloß ab da. Was willst du? Soll ich den Kopf abschlagen oder was? Verpiss dich. Was machst du? Trau dir nicht. Wenn du nach der roten Karawane suchst, dann geh zurück an die Weggabelung vor dem Markt und bieg rechts ab. Ja, alles klar. Kein Vertrauen hier. Geh mir aus den Augen. Ich brauche keine. Ja. Roter Chocobo. Braucht ihr eine Kutsche? 10 Millionen für einen Zweispänner ins Kristalldominium. Nicht verhandelbar. 10 Millionen. Darum geht es nicht. Dann einen schönen Tag. Warte! Geh noch nicht, ey! Die gehört zu mir. Das ist doch nicht zu fassen. Götz! Was machst du denn hier in Boklad? Du bist wohl nicht im Auftrag von Charon hier. Korrekt. Es ist also L. Erzähl schon, in was für Schwierigkeiten steckst du dieses Mal? Mein Händlerpass wurde geklaut. Von einem Kind. Und das dir? Dabei bist du so groß wie ein Morbol. Also wirklich. Ziert. Götz sagte, du kennst dich auf den Märkten aus. Hast du vielleicht eine Vermutung, welches Kind das getan hat? Wir wollen niemanden bestrafen. Aber wir brauchen den Pass. Danach ziehen wir sofort weiter. Verstehe. Ihr beide habt also auch keinen Händlerpass dabei. Als Händler geht ihr sowieso nicht durch. Aber deswegen seid ihr ja zu mir gekommen, richtig? Also, ich bin nicht sicher, wer euren Pass hat. Aber ich kann mir denken, warum er gestohlen wurde. Lasst mich erklären. Seitdem das Heer das Dominium belagert, wird sehr genau darauf geachtet, dass der Handelsverkehr dem Feind nicht mehr zugutekommt als uns selbst. Das ist der Grund dafür, warum Händlerpässe, die die Reise früher nur etwas einfacher gemacht hatten, jetzt für alle Grenzübertritte zwingend notwendig sind. Und da man sie nicht so leicht bekommt, sind sie jetzt heiß begehrt. So sehr, dass einige Leute auch zu illegalen Methoden greifen. Also stehlen Kinder diese Pässe, um sie unter der Hand zu verkaufen? Ja und nein. Die Pässe sind auf die Namen der Besitzer ausgestellt. Aber bisher ist nicht ein Name eines Bestohlenen in der Liste der Grenzüberquerer aufgetaucht. Das heißt? Dass irgendjemand die Namen in den Pässen ändert. Dieser Unbekannte hat auch die Kinder zu den Diebstählen angestiftet. Und dieserjenige ist jetzt wahrscheinlich auch in Besitz von Götz Pass. Eins ist sicher. Hier werden die Existenzen redlicher Händler zerstört. Deswegen haben wir beschlossen, uns zu wehren. Helft ihr uns dabei? Ihr wollt euren Pass zurück. Und wir wollen, dass nicht noch mehr gestohlen werden. Findet die wahren Übeltäter und schlagt dabei gleich 2 Fliegen mit einer Klappe. Sag mal, gibt es einen anderen Weg ins Dominium zu kommen, Götz? Nein, außer mit der Karawane kommt ihr nicht rein. Ansonsten weiß nicht. Vielleicht könnt ihr rüberschwimmen? Aber die Wachen erwischen euch garantiert, wenn ihr sowas versucht. Genau das, was wir nicht wollen, oder? Also entweder wir finden die Drahtzieher, oder wir kommen nicht ins Dominium hinein.
Na gut. Wir helfen. Herzlichen Dank. Ich sollte mich vorstellen. Eloise, sehr erfreut. Clive. Auf gute Zusammenarbeit, Clive. Was ist das? Siegel erhalten. Du hast den roten Zirkel von Eloise erhalten. Der Tischlermeister am Stand im Zentrum des Marktplatzes organisiert die Suche. Trag das, dann gibt er euch Auskunft. Ich schlage vor, dass ihr zuerst mit ihm sprecht. Der Tischler also. Verstanden. Okay, nice. Sehr, sehr gut. Dann machen wir das doch. Die Händlerpässe, die holen wir zurück. Wir unterbinden dieses Treiben. Diese ehrelosen Taschendiebe. Sonderpreise! Ja, darf sein Kännchen Schlangenspucke sein? Dann kannst du dir selber reinpfeifen, Digga. Saftige Birnen! Stillt euren... Bist du der Tischlermeister? Auf der Suche nach etwas Bestimmtem? Oh, Eloise hat dich auch am Kragen. Dann hat sie dich wohl geschickt. Sie sagte, du leitest die Suche nach den Dieben. Geht's voran? Also, sie scheinen immer Händler mit viel Gepäck zu bestehlen. Macht das Aufpassen schwerer. Und die Opfer können sie nicht verfolgen, falls sie auffliegen. Spielt aber auch keine Rolle. Diese Knirpse kennen hier wirklich jede Ecke und sind immer sofort weg. Götz muss ein wahres Bilderbuchopfer gewesen sein. Die Fischhändlerin am Tor versucht auch schon seit längerem, diese Kinder zu finden. Redet doch mal mit ihr. Danke. Machen wir. Johnny, altes Scheißhaus. Greetings, my friend. Wie geil die das? Doch bei dir ist alles gut soweit? Schön, dich diese hier mal wieder dich, im Chat zu lesen, mein Bester. Komm doch mit mir ins Dominium. Da lässt es sich... Fisch gefällig! Frisch, gesalzen, geräuchert! Schreist du mich denn so an mit deinem Fisch? Ah, oh, Moment. Ihr Fisch gefällig! Sie will, dass wir ihr helfen. Euch helfen, die Diebe zu finden. So ist das. Dann sag ich euch wohl besser, was ich weiß. Ganz sicher ist das kein Familienclan. Alle Kinder, die gesehen wurden, waren schmutzig und trugen Lumpen. Mit anderen Worten, Straßenkinder. Davon haben wir hier viele. Etwa Kriegsweisen? Einige vielleicht. Sicher habt ihr all die Flüchtenden am Tor gesehen? Sie alle hoffen auf einen Neubeginn im Kristalldominium. Manche nutzen jetzt auch diese Gelegenheit, um etwas unnötigen Ballast abzuwerfen. Eine echte Schande. Die Hintermänner müssen sich den Kindern irgendwann einmal zu erkennen gegeben haben. Hören wir uns um. Fangt am besten mit den Kindern hier an. Die haben wahrscheinlich nichts damit zu tun, aber vielleicht wissen sie etwas. Dann versuchen wir's. Gut, dann beschnacken wir mal die Kinder. Na gut, dann... Ja, Johnny ist locker ein paar Monate her. Kann ja nicht so schwer sein. Konnte ja auch lange nicht streamen und alles, aber... Ich bin jetzt fertig mit allem, ne? Wie wär's mit ein paar Pfirsichen? Treff ist durch, alles durch. Ich bin jetzt wieder im Leben angekommen. Mürrischer Junge. Entschuldige, darf ich dir eine Frage stellen? Na, wenn's sein muss. Ich wollte nur wissen, ob dich nicht vielleicht ein paar Männer um etwas Seltsames gebeten haben. Erwachsene wollen nichts von uns, außer dass wir die Klappe halten und uns wegscheren. Also rate mal, was ich jetzt von dir will. Verzeih, ich bin schon weg. Oh, nicht so unhöflich, Junge. Du fängst hier gleich eine, ey. Mann, Mann, Mann. Und Johnny, in Österreich alles gut? Was gibt's Neues? Erzähl mal. Sind die Plagen hier? Wie wär's mit ein paar Pfirsichen? Sie sind süß wie Nektar. Diese Qualität sucht ihr in Dichasia vergeblich. Da ist noch einer. Du siehst aus wie ein Dieb. Hast du... etwas Zeit? Was willst du? Ich will wissen, wer Kinder wie dich zum Taschendiebstahl anstiftet. Weiß nicht. Mich hat keiner gefragt. Was ist Taschendiebstahl? Kriegt man da Gil?
Nein, man kriegt Schwierigkeiten. Wenn dich jemand fragt, sag einfach nein. Boah. Gerade noch so die Kurve gekriegt, sonst hätten wir den gleich auch noch rekrutiert. Die Karawane hält neben dem Grenzpost. Darf sein Kännchen Schlangenspucke sein? Entschuldige. Was willst du? Ich hab nichts für dich. Keine Angst, wir tun dir nicht weh. Wir haben nur eine Frage. Worüber denn? Wir haben gehört, dass ein paar böse Menschen Kinder wie dich dazu bringen, Reisende zu bestehlen. Wir müssen wissen, wer das macht, damit sie aufhören. Ich weiß nicht wirklich was darüber, aber mein Freund, Honza, der meinte, er hat Arbeit. Was Gefährliches. Klingt verdächtig. Wir müssen ihn selbst fragen. Wo könnte dein Freund denn sein? Er ist oft bei den Zelten vor dem Markt. Danke. Das hilft uns sehr. Johnny, das klingt auch alles richtig gut, Mann. Das freut mich auf jeden Fall zu lesen für dich, Alter. Bei mir ist auch alles mehr als bestens. Wie gesagt, das Ref ist durch, Prüfung bestanden. In den Ferien geheiratet. Und jetzt, lebe ich einfach wieder mein Leben, Alter. Ich habe einfach gerade mehr als gute Laune, muss ich sagen. Oh, das ist ja super, Johnny. Perfekt, Mann. Sie meinte wohl das Flüchtlingslager. Sehr, sehr schön. Hoffentlich finden wir ihn dort. Hier gibt keine Kristalle. Da ist er. Ja, genau, hab ich. Im Juli. Ha, der dumme Riese hat überhaupt nichts mitgekriegt. Ah, hier haben sie. Dem hätten wir sogar die Stiefel von den Füßen klauen können. Genau, aber wir hätten den Pass nicht abgeben sollen. Mit so einem kämen wir vielleicht auch endlich hier raus. Das könnt ihr vergessen. Die würden uns an den Eingeweiden aufhängen, wenn sie das rauskriegen. Würden sie das? Vielleicht kannst du sie uns mal vorstellen, diese reizenden Gesellen. Oh nein, jetzt sitzen wir richtig in der Patsche. Was sollen wir machen? Lasst ihr zwei euch doch fangen, ich bin weg. Oh, nicht abhauen. Honza, wo willst du hin? Das ist also Honza. Jill, pass auf die beiden hier auf. Den hole ich mir. Oh. Mach das. Danke dir, Johnny. Danke. Weit kann er nicht sein. Ich muss ihn finden, bevor er untertaucht. Papa, ja, den kleinen Scheißer finde ich schon. Kam hier ein Junge vorbei. Er hat meinem Freund etwas gestohlen. Eben ist einer hinten ins Chocobo-Gehege gerannt, aber... Danke. Wie sieht das aus? Wie lange läuft denn das schon? Bei euch. Weiß ja schon ein interessanter Schritt, ne? Wenn man sich so zusammentut in der Bude, ist schon was anderes. Keine Angst, Honza. Ich werde dir nichts tun. Beantworte mir nur ein paar Fragen. Na gut, muss ich ja wohl. Ich suche die Leute, die dich zum Stehlen anstiften. Wer sind sie? Sie nennen sich die Findlinge. Sie haben mir tüchtig Geld versprochen, wenn ich mitmache. Ich wollte nicht, aber ich muss auch essen. Das habe ich ziemlich selten, bevor die mich angeheuert haben. Und wenn nicht ich, hätte es eben ein anderer gemacht. Dafür gibt's immer irgendwen. Honza. Du hast ihn gefunden. Jill, wo sind die anderen? Eloise passt auf sie auf. Sie wollte, dass wir dich suchen. Du Dieb! Deinen Pass habe ich nicht mehr, also frag mich nicht. Ist bei den Findlingen. Und zurück kriege ich den auf keinen Fall. Verraten würde ich sie eh nicht. Ohne ihre Gil wären wir schon längst verhungert. Oh oh. Oh oh. Jetzt Ärger? Feiglinge. Ihr werdet keine Kinder mehr für eure Zwecke missbrauchen. Was? Wir sind... Verletz ihn nicht.
Du verwechselst uns. Wir sind auf derselben Seite. Faule Ausreden! Das Siegel. Woher hast du es? Das ist doch Theo. Götz? Was treibst du bei diesen Leuten? Seid ihr diejenigen, die meine Schwester erwähnt hat? Deine Schwester? Ha? Was? Okay, das ist anscheinend Theo. Hast du das Game schon mal gezockt? Johnny, oder ist das nicht so deins? Herr Luis hat uns gar nicht gesagt, dass sie einen Bruder hat. Bleibst du weiter bei Gothic? Warum sollte sie? Ich bin nur der Mann fürs Grobe. Theodor, zu euren Diensten. Das eben tut mir leid. Theodor, was weißt du über diese Findlinge? Aasgeier, die in Boklad ihr Unwesen treiben. Sie plagen alle hier, berauben die Besserbetuchten und zwingen die Habenichtse der Bande beizutreten. Ich beobachte sie schon länger, weil ich den Flüchtenden hier neues Leid ersparen möchte. Aber anscheinend sind sie noch skrupelloser, als ich dachte. Honsa ist in Ordnung. Er hat nur getan, was er tun musste. Hätten er und seine Freunde nicht gestohlen, wären andere Kinder dazu gezwungen worden. Wahrscheinlich gewaltsam. Clive, oder? Meine Schwester wollte, dass du den Diebstählen ein Ende setzt? Ja, cooler Dann Typ. Dann verfolgen wir das gleiche Ziel. Sehr gut. Na Johnny, was soll ich sagen? Das klingt ja Bombe, Mann. Das klingt doch sehr schön. Dann hoffe ich mal auf das Beste und wünsche dir da viel Erfolg. Das, was wird, ne? Ja, das Game ist absolut affengeil, Mann. Also, ohne Witz. Mein Händlerpass! Ich bin so fasziniert von diesem Game. Das ist, glaube ich, zurzeit wirklich mein All-Time-Favorite. Ehrlich, ich feiere das Game so. So. Wie geht's weiter? Wie schon. Wir spüren die Findlinge auf und erledigen sie. Ihr bekommt euren Händlerpass zurück und ich sorge für ein sicheres Boklad. Alles klar. Alles klar. Honsa, wo ist das Lager? Keine Sorge. Sie werden's nie erfahren. Weiß ich doch nicht. Die Pässe holen sie immer bei uns ab. Direkt vor dem Tor. Einmal bin ich ihnen nach, aber dann haben sie mich gleich entdeckt. Ich dachte, das war's mit mir. Versuchen wir es trotzdem. Wo war das genau? Da warten wir auf die Kampfszenen, Johnny. Lednikluft. Wenn das richtig abgeht. Dann auf Junge. Zur Lednikluft. Da brennt dir der Schlüpfer, das sag mal. Die Lednikluft liegt südlich von Boklad. Ja, dann gehen wir da mal hin. Das kriegt er auch noch hin. Ich bitte dich. Also, wenn das jetzt am Schnee liegen würde. Was ist das denn? Also, soll ich es anstellen? Ein Mann oder eine Maus? Ein Pferd. So. Da sind doch die. Da sind sie. Oh, die werden wir so weghauen. Die werden wir so weghauen, Junge. Zeig ich dir mal, was Sache ist, Johnny. Oh yeah. Das ist dieser Hallöchen. Der uns hinterhergeschnüffelt hat. Oh, gleich mal einen Special Move ballern. Oh yeah. Hättest dich raushalten sollen. Und Blitz! Das waren sicher nicht die Anführer. Nee, die waren noch Aber viel zu schwach. Auf der Fährte. Die machen so lange Gesichter. Ja, stimmt. Ich kann mit Goldsen auch nicht so viel anfangen. Hallöchen. Oh, scheiße, die haben Magier dabei. Der Magier muss weg. Gleich als erster. Hey, Kundschaft! Ja, Titan! Der kriegt gleich ein bisschen Blitz. Oh yeah, komm her.
sag mal, du bist aber auch ein... Bleib liegen, du Schlüpfer! Fußvolk. Noch mehr Fußvolk. Du hast selber zwei, echt? Aber ich finde, die haben viel zu große Körper für die kleinen Gehirne und ich weiß nicht, die sind mir... Bist du zu blöd? Hat sich gelohnt heute, was? Ich kann mir den nicht so gut. Ja, ein paar von den Neulingen sind wahre Naturtalente. Klingt voll böse, ne? Aber vor allem die Pferde Kinder. Sind cool, dieser so. Dieser kleine nicht. Honsa hat flinke Finger. Aber ich trau den nicht so. Eines Tages hacken sie die ab. Aber bis dahin bringt er uns fette Beute. Ihr Wichser. Abschaum. Ja, habe ich auch gesagt die eigentlich. Die Anführer der Findlinge nehme ich an. Sie verdienen keine Gnade, Clive. An Gnade dachte ich eher weniger. Bereit, wenn du es bist, Theodor. Aber immer doch. Ja, okay, das stimmt natürlich, ne? Oh, da ist ein Dicker mit bei. So, dann zeige ich dir noch was, Johnny. Yeah, jetzt bin ich nämlich im Limit Wake, Digga. Ja, ausgewichen. Jetzt kriegst du noch eine dicke Faust, Junge. Bisschen Blitz. Und gebrochen. Lauf da. Ah. Und jetzt machen wir sie komplett fertig. Digga, dieses Game. Ultimativ. Aber was willst du machen, du Schlüpfer, hä? Gebrochen. Und weg. Bandit mit Zwang. Oh, Digga, ich liebe einfach dieses Game. Das Kämpfen macht so viel Spaß. Aha, ich bin heiß, ich sag dir das. Heiß wie Frittenfett, Junge. Ja, das sollte die ganze... Alter, guck mal, wie viel. Verbrechen lohnt sich also doch. Goldkettchen, Ringe, Gilbörsen. Ah, und Händlerpässe. Dutzende. Wurden die Namen geändert? Noch nicht. Ich kenne einige davon. Götzpass ist sicherlich auch mit dabei. Jetzt muss ich nur alles durchsehen und den rechtmäßigen Eigentümern zurückgeben. Wir sollten schnell zurück zu Eloise. Kommst du hier allein zurecht, Theodor? Na sicher. Ach und erwähnt ruhig, welche Rolle ich gespielt habe. Mit Vergnügen. Ja, keine große. Thema Pferde gestern noch geritten. Heute schon mit Fritten. Das ist genau mein Humor. Gab's fein Lasagne. So, Eloise. Wir haben's geklärt. Können wir jetzt weiter oder was? Ah, Clive. Wie läuft die Suche? Mein Bruder ist euch doch hoffentlich kein Klotz am Bein. Ganz im Gegenteil. Oh, jetzt erklärt er wieder die Sachlage. Das Schwert sieht auch so geil aus. Excalibur. Also steckten die Findlinge hinter der ganzen Sache. Theo hat sie schon des Öfteren erwähnt. Und jetzt haben wir gleich drei Probleme auf einmal gelöst. Das Problem mit den Taschendieben, das mit ihren Auftraggebern und auch das mit den gestohlenen Pässen. Ich hoffe doch, eurer findet sich auch bei den Diebesgütern. Aber im Moment bleibt uns nur zu warten. Auf Theo. Klingt alles lecker. Ah, da ist er lecker. Ja. Endlich zurück, geliebter Bruder. Auch schön, dich zu sehen, Eloise. Hier, Clive. Götzpass. Sorg dafür, dass er in Zukunft besser aufpasst, ja? Mach ich. Sehr nett. Danke. Ich habe unseren Jungs gesagt, sie sollen die Beute holen gehen. Kann ich beim Durchsehen auf deine Hilfe zählen? Natürlich.
Ich schaffe etwas Platz im Lager. Ich nehme doch an, ihr zieht jetzt bald weiter. Aber hoffentlich nicht, bevor du dich uns richtig vorgestellt hast. Nicht wahr, Sid? Oh, okay. Wir wissen Bescheid. Warum so überrascht? Wir sind auf derselben Seite. Ich verstehe nicht recht. Wie ihr ja nun selbst gesehen habt, helfen wir von der Roten Karawane den Menschen, wo immer wir nur können. Gegen eine kleine Gebühr transportieren wir jede Art Fracht. Egal ob Waren zum Markt oder Träger weg davon. Ich war der Erste, dem meine Schwester geholfen hat. Ohne sie wäre ich als Junge gebrandmarkt worden. Du bist ein Träger. Zufälligerweise versuchen wir gerade, uns zu vergrößern. Das klingt gut. Und wer wäre ein besserer Partner als der Experte auf dem Gebiet? Findest du nicht, Theo? Doch, doch. Anscheinend verfolgen wir auch in dieser Sache dasselbe Ziel. Also lass uns doch zusammenarbeiten. Wie wär's? Es wäre uns eine Freude. Sehr schön. Ihr ehrt immer uns. Neue Verbündete. Das ist gut. Und ihr uns. Hier, Clive. Das ist für dich. Roten Kompass von Theodor halt. Was ist das? Al hat Freunde in hohen Kreisen. Ich habe Kameraden in niederen. Das Siegel kennzeichnet dich als unser beider Freund. Ich werde es mit Stolz tragen. Sehr cool. Gut, dann bleibt uns jetzt nur noch, euch eine gute Reise zu wünschen. Ihr solltet jetzt bei der Karawane mitreisen können. Aber falls es Probleme gibt, stellen wir euch gern eine unserer eigenen Kutschen zur Verfügung. Zum Freundschaftspreis natürlich. Für 9 Millionen? Ja. Wir fragen die Karawane. Wahrscheinlich, Alter. Nice. Auftrag abgeschlossen. Händlerpass. Also gut. Geben wir Götz den Pass. Und dann auf ins Dominium. Sehr gut. Geh mir aus den Augen. Ich brauche keine Träge. Das klingt vernünftig. Sonderpreise! So, Götz, wo ist er? Steht da hinten noch, ja, ne? Saftige Birnen! Da ist er, ja. Eigentlich will ich ja mal sch... Bitte sehr, Götz. Verlier ihn nicht nochmal. Ja. Mein Pass! Ihr habt ihn! Oh, vielen, vielen Dank. Tante hätte mir sonst die Ohren langgezogen. Ich muss Al und Theo auch noch Danke sagen. Solltest du auch, Hansa. Deine Freunde und du, ihr müsst nicht mehr stehlen. Und wenn euch wieder jemand bedroht, wendet euch an die beiden. Ich weiß. Und das haben wir schon. Wir schaffen jetzt für Eloise die Chocobo-Scheiße aus den Ställen. Ist verdammt anstrengend und bringt weniger Gil, aber wenn wir dranbleiben, wird's schon werden. Vernünftige Anstellung. Na, dann bleib dran. Ach, Götz. Ja, Johnny, so schlimm ist es noch nicht. Ah, macht nichts. Ich hab ihn ja wieder. Und Ende gut, alles gut, oder? Du willst doch Schmied werden, oder? Ich werde dein allererster Kunde. Ich spare meine ganzen Gil und kaufe ein riesiges Schwert von dir. Ich gebe mein Bestes. Bis dann. Das ist auch so ein feiner Riese. In Ordnung. Wir dürfen auf den Wagen. Nice. Du weißt Bescheid. Du bist ein Händler. Wir sind Söldner und beschützen dich. Beschützen? Und vergiss nicht den Plan. Du fährst durch, ganz bis nach Dichasia. Jill und ich werden schon vorher aussteigen. Wir finden anderswo rein. Ich werde einkaufen gehen. Gut. Und wir werden uns einen Überblick verschaffen. Oh, ich glaube, es wird spannend. Mitten in der Stadt gibt's einen Platz, der mit dem großen Glockenturm. Wenn was schief geht oder so,
treffen wir uns da. Verstanden. Dann los. Sehr, sehr nice. Jetzt aber auch groß, der Junge. Sitz des kaiserlichen Hofes. Oha, was geht da wieder ab? Verstehe. Und ihr seid sicher, dass euer Vater nichts von Ultima weiß? Das bin ich. Ich glaube gern, dass eine finstere Macht ihren Einfluss auf das Kaiserreich ausübt. Aber wie dem auch sei, sie steuert nicht meinen Vater. Er bleibt weiterhin Herr seines eigenen Verstandes. Dann agiert der Feind aus den Schatten. Ich gestehe, als ihr von diesem Feind spracht, hatte ich Zweifel. Und davon nicht wenige. Eine Bestie, die bezweckt, in Valisthea Chaos zu stiften, nur um eures Bruders Willen? Doch eure Wunde ist ein untrüglicher Beweis. Ist das eure Antwort, eure Hoheit? Ihr schließt euch dem Kampf an? Ich kann nicht. Noch nicht. Eure Hoheit, bitte! Wie ihr wisst, stehen die Dalmeker vor unseren Toren. Ohne ihren Mutterkristall ist ein Rückzug keine Option mehr für sie. Der Angriff ist nur eine Frage der Zeit. Bahamut wird sie aufhalten müssen. Sonst gibt es ein Massaker. Oh, nice. Wenn auch nicht durch Kupkas Hand, dank Ultimas Machenschaften. Ich kann die Sorge um euer Volk nur zu gut verstehen. Doch die Menschen erwartet ein schlimmeres Schicksal, wenn wir Ultima nicht aufhalten. Das Chaos, das er bringt, wird ganz Valisthea in den Abgrund stürzen. Das Leben jedes Menschen in Stürm und Ashra ist in Gefahr. Ich glaube euren Worten, Phönix. Doch ich habe eigene Pflichten und ich muss ihnen nachkommen. Was auch passiert. Über mein Blut. Nun, du weißt sicher auch, um die höchsten Ämter des Staates zu bekleiden, verlangt es einer makellosen Abstammung. Leider führt deine Blutlinie in Oriflams Gosse zu einer Hure, die dich in Gil abgewogen hat. Habt ihr meinen Vater erpresst? Aber nicht doch. Es war nur ein Flüstern im Wind. Dass sein Bastardsohn eine Rebellion ausbrütet. Was? Silver hört auf die Worte seiner Astrologen. Und sie hören auf mich. Du hast sie für deine Intrigen benutzt! Zeige mir Treue und beuge dich, Olivier. Dann wird dein Haupt mit Lorbeeren verziert werden. Und nicht mit Teer. Doppelzüngige Hexe! Das ist so eine Schlampe, ey. Da ich deinen wichtigen Dienst für das Reich zu schätzen weiß, werde ich dir diese ungewohnte Impertinenz verzeihen. Nun geh und wappne dich. Es bedarf deiner Kräfte. Kaiser Olivier hat bestimmte Erwartungen an dich. Oder sagen wir, an Bahamut. Also geh und mach Jagd auf seine Feinde für ihn. Bis auch ganz Valisthea weiß, wer es wirklich lenkt.
Ein weiteres Unheil erschüttert unser Sonnbreck. Die Flammen dieses Krieges, sie verbreiten sich unaufhaltsam weiter, alles nach Ultimas Willen. Vergebt mir, meine Mutter hat euch viel Leid beschert. Daran habt ihr keine Schuld. Dieser Frage muss sich das Kaiserhaus stellen, und ich als sein Mitglied habe die Aufgabe, sie zu lösen. Und sobald dies getan ist, soll meine Kraft die eure sein. Boah, krass. Er schließt sich dem Phönix an. Das wäre tatsächlich ziemlich heftig. Danke, eure Hoheit. Lasst uns gemeinsam in die Lüfte steigen und den Menschen wieder Hoffnung bringen. Nichts wünsche ich mir mehr. Terence. Mein Prinz. Glaubst du, dass das, was ich tun werde, falsch ist? Wir Dragoons gelobten euch Treue, eure Hoheit. Dragoons sind heftig. Und wir werden euch bis zum Ende folgen. Danke. Oh, es dann wird... Dann ist dies mein Dekret. Wird abgehen. Für ihre Verbrechen gegen die Krone werden Kaiserin Annabella und ihr usurpierender Sohn von mir gerichtet und Sonnbreck erlöst. Nice. Ja, mega. Schon so schön aus, ne? Hey, was machst du mit mir? Ich pass doch nur auf, dass dich dieser Riesen Wolf nicht frisst. Komm schon. Dabei stehen diese Leute am Rande eines Kriegs. Sie haben Angst. Sie trinken sich neuen Mut an. Und was macht dir Angst, Clive? Der Hafen ist leer und auch die Hälfte der Marktstände. Die Stadt wirkt zwar friedlich, aber sie gleicht einem Pulverfass. Es bräuchte nur einen Funken, der uns den Weg in den Mutterkristall erleichtert. Darauf habe ich gewartet. Rufen wir Gav. Wenn jemand für Unordnung sorgen kann, dann er. Und bis er da ist, tüfteln wir an unserem Plan. Ich schicke einen Stolas. So, ich bin gespannt, wie es weitergeht, ey. Das wird nochmal ein richtig krasser Fight, glaube ich. Boah, geil. Heini. Was ist, Großer? Oh Gott, was ist dann los? Weg hier, schnell! Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Torgal! Ha!
Seid mal hochgehüpft hier. Hier lang. Okay, jetzt wird's interessant. Hey, Junge. Ich glaube, mein nächster richtiger Gegner wird Odin sein. Odin ist auch einfach heftiger Ficker. Alles klar, über die Dächer. Feuer in der Nacht. Die Stadt brennt. Götz wird es bemerkt haben. Gehen wir zum Treffpunkt. Der Platz am Glockenturm. Im Stadtzentrum, richtig? Wie komme ich denn? Ja, nun sag mir doch mal, wie ich hier runterkomme. Achso, hier. Sämtliche Soldaten und Wachen sind auf der Stelle zu beseitigen. Google mal, Johnny. Google mal. Final Fantasy 16 Odin. Waren das kaiserliche Dragoons? Das ist ein Macker. Da geht's ja richtig ab. Was zur Hölle passiert hier? Finden wir's raus. Gut.